Mein Text heißt Glaube in 7 Kapiteln und Glaubensfragesätzen. Kapitel 1. Glaubensmessung oder ist Glaube eine Menge? Die Frage, wie viel Glaube braucht der Mensch, beinhaltet die Möglichkeit von Mengenangaben, dass man Glaube etwa messen oder gar vergleichen könnte. Mein Glaube ist so hoch wie der Mount Everest und deiner wie der Hannover-Schmuelsberg. Mein Glaube wiegt so viel wie der Kölner Dom und deiner nur ein paar Gramm wie ein Überraschungsei. Mein Glaube glaubt 10-mal pro Sekunde und du glaubst im Abstand von Atomkraftwerksunglücken. Doch weder mit Messgeräten, noch mit Größenmetaphern, noch anhand erbetener oder unerbeteter Ereignisse lässt sich Glaube messen. Da gibt es kein mehr oder weniger, sondern es geht um die individuelle Qualität des Glaubens. Und die ist relativ und variabel und variiert von einer bloßen Ahnung von Glaube bis zur gänzlichen Hingabe. Und dann bleibt immer noch die Frage, an was oder wen glaube ich. Kapitel 2. Glaubensentwicklung oder Glaube muss man nicht lernen, oder doch? Zu Beginn des Lebens ist der kleine Mensch abhängig von den großen Menschen. Er muss versorgt und umhegt werden. In seine unbedingten Urvertrauen als eine Art erster und reinster Form des Glaubens vertraut er darauf, dass er geliebt und versorgt wird, auch wenn er das natürlich nicht weiß und sich dessen nicht bewusst sein kann. Aber der kleine Mensch wird bewusster und wissender. Er erkennt mehr und mehr, was und warum Menschen etwas tun. Für oder gegen sich, für oder gegen andere. Frage, bleibt dieser Urvertrauensglaube an den anderen bestimmten Menschen oder verändert er sich? Verschwindet der Glaube an die anderen, wenn der Mensch feststellt, dass er vielfach angelogen worden ist? Und zwar nicht nur von wegen Osterhase, Zahnfee oder Weihnachtsmann. Muss der Mensch neu Glauben lernen? Kapitel 3. Glaubensäppchen oder ist Glaube praktisch? Vor allem in der analogen Welt ist ganz praktisch der Glaube to go. Zu bestimmten Gelegenheiten wie Weihnachten, Ostern, kirchlichen Hochzeiten oder Beerdigungen, bei Kommunion und Konfirmation, bei Yom Kippur und Eichel de Lacra holt und nimmt man sich ein Stückchen Glauben mit und hat ihn dann noch so ein bisschen bei sich, bis er alle ist. Und wenn man will, kann man den ja vielleicht sogar bottomless bestellen. Am allerpraktischsten aber ist die Glaube-App. Die kann man als virtuellen Glaubensbegleiter vorsichtshalber immer mit seinem iPhone, Padboard, Laptop bei sich haben. Man klickt und ruft den Glauben an und auf, um immer dann zu glauben, an was und wen auch immer, wenn man glaubt, dass man ihn brauchen könnte. Zum Beispiel im Flugzeug während starker Turbulenzen. Da gibt's, wie Robert Lemke sagt, keine Atheisten. Und in der allergrößten Not oder kurz vorm Tod kann man ja auch noch upgraden. Nicht nur bei solchen An- und Ablässen könnte man glauben, dass der Mensch Angst haben oder sich schwach und ausgeliefert fühlen müsse, um glauben zu können. Für manche ist der Glaube auch einfach praktisch, um sich dahinter zu verstecken oder um es sich bequem zu machen. Man muss da nichts hinterfragen, nichts nachforschen, der Glaube wird schon wissen, was er tut. Kapitel 4. Glaube, Wissen, Glaube oder was weiß der Glaube? Es gibt keine Allwissenden. Keine Nichtgläubigen. Die Atheisten behaupten zwar zu wissen, dass man nicht glauben kann, aber ist das nicht auch Glaube? Und die Gläubigen nennen andere, von denen sie glauben, dass sie nicht den wirklichen großen Glauben haben, sondern nur ganz komische kleine Gläubchen, abergläubisch. Aber auch die Abergläubigen glauben. Nur eben an alles Mögliche und Unmögliche und nicht nur und überhaupt an das, was die Gläubigen wollen, dass sie glauben sollen. Glaubensfanatiker aber, die meist zu Unrecht sich auf ihre Religion berufen, glauben zu wissen, dass nur sie das richtige Wissen und glauben, dass alles andere falsch ist. Mit ihrer Nulltoleranz und totalen Ignoranz, mit ihrem Glaubenüberzeugungs-Pseudowissen glauben sie, dass man mit sogenannten Un- und Andersgläubigen nicht reden, sondern nur gegen sie Glaubenskriege führen kann. Der Glaubende aber ist kein Wissender, was sein Glauben betrifft. Der Glaube ist nicht Wissen, aber andersherum, wenn ich etwas weiß, kann ich trotzdem glauben. Kapitel 5. Glaubology. Oder ich bin, also glaube ich. Ich Mensch denke, also bin ich. Ich denke, dass ich denke, dass ich weiß, dass ich denke, weißt du? Ich Mensch fühle, also bin ich. Ich fühle, dann am Feeling, je que sens, genau, oder exakt. Ich Mensch glaube, also bin ich. Ich glaube, dass ich glaube, dass ich glaube, dass ich glaube und so. I know that I'm thinking, that I'm believing to feel, you know. Ich glaube, dass ich weiß, dass ich denke, ich glaube, siehste.
Je crois que je fais ce que je ressens, n'est-ce pas? Ich denke, dass ich fühle, dass ich glaube. Okay, I think I believe you see. Doch dies nützt alles nichts, wenn ich nicht glaube, dass ich ich bin. Oder mir verwehrt wird, dass ich ich sein kann. Oder gar nicht weiß, wer ich bin. Alles klar soweit? Ich glaube, und das muss ich auch immer auf ein Gegenüber beziehen. Ich begründe mich nicht nur für mich allein. Ich habe immer ein Du. Ich weiß, dass es sich geht, whoever you are. Ich fühle dich, ich glaube an dich. Und dann ist es vollständig gut. Alles paletti. Ich, Mensch, liebe, also bin ich. Ich hoffe, also bin ich. Ich bin Mensch durch Denken und Fühlen und Glauben. Dieser gibt mir Hoffnung und die lässt mich lieben. Die Liebe lässt mich an den anderen glauben. Ich fühle, du fühlst mich und glaubst mir. Und ich weiß, dass ich dir glaube und du mich liebst. Ja. Kapitel 6. Glaubenssätze. Oder wie tief sitzen Glaubenssätze? Ich selbst bin streng katholisch erzogen worden. Ich war katholisch mit allen Konsequenzen, mit Glaubenssätzen, Glaubensvorschriften, Glaubensdogmen. Was aber hat es mit Glauben und dazu noch einem Christlichen zu tun, wenn die Religion wissentlich Menschen in das offene Messer tödlicher Krankheiten laufen lässt? Was sind das für Glaubenssätze, wenn sie plötzlich durch neue medizinische Kenntnisse doch losgemeißelt werden können, wie kürzlich im Köln vom Kardinal verkündet? Heißt das in Konsequenz etwa, wir müssen jetzt nur noch lange genug auf neue Forschungsergebnisse warten, dann brauchen wir gar keine Glaubenssätze mehr? Das würden die psychoprofessionellen Leistungs- und Motivationsoptimierer natürlich anders sehen. Ihre Glaubenssätze wie, ich habe eine positive Wirkung auf andere. Oder, mein Glas ist immer halb voll. Sind schlichte Ersatzreligionen. Ich selber gehöre jetzt keiner Religion an, aber ich glaube. Ich glaube zum einen an das Gute im Menschen, beziehungsweise dass der Mensch gut sein kann. Und wenn der andere Mensch gut ist, obwohl er nicht an Gott glaubt, oder gut ist, weil er an Gott glaubt, so ist es gut. Und ich glaube an eine höhere Macht, die uns Menschen aber nicht entmachtet, sondern dabei hilft, wir selber zu werden. Mir Kraft gibt, ich selbst zu sein. Denn nur wenn ich selbst sein kann, kann ich glauben. Aber der richtige Glaube, den ich auch leben und lieben und mit anderen teilen und mitteilen kann, ohne sie zu nötigen oder sie in ihrer Person zu beschneiden, setzt weiterhin voraus, dass ich selber stark bin. Dass ich nicht nur glaube, sondern an mich glaube. Das ist ein Kampf. Kapitel 7. Glaubenskampf. Oder du. Oder ich. Du musst, man muss aber, du darfst nicht, du sollst nicht, du sollst, nein, dies, du musst, das ist so, du sollst, nein, du sollst nicht, das, du sollst nicht, du musst, du darfst nicht, ich muss nicht, ich darf, ich muss, ich kann nicht, weil ich sehe, ich flehe, ich denke, ich spüre, berühre, ich führe, ich höre, nicht, nein, ich darf nicht, ich will nicht, nein, ich wach mich, wach nicht, schwach, du soll, ich baue, ich schau, wach, ich mach, ich schwach, ich mein sie, nein, nein, du halt gestellt, ich schaff, bet, staun, lern, stuhl, komm, du, bitte, dank, streb, üb, zweif, such, schwank, ich frag, forsch, wünsch, plan, hoch, klar, von hoch, ich stürz, steh auf, nein, doch, ich fall und wuch, steh auf und such, halt an, begreif, versteh, ergründe, dick, taumel, baumel, erkenn, Gefahr, Gefahr, seh, klar, erlebt, kapier, stolper, holper, bedenk, erreicht, bemerkt, vermag, ich glaube an mich, ich glaube an mich, ich.